Thorsten, hallo. Moin. Du bist einer der erfahrensten Meeresangler Deutschlands. Ja, so will ich nicht sagen. Es gibt tausend bestimmt erfahrenere Angler, aber ich bin einer, der es promotet. Was macht den besonderen Reiz des Meeresangelns für dich aus? Naja, eindeutig einmal die Natur, die man in Norwegen, Island erlebt, der Nordatlantik mit seiner Fischvielfalt, die man da hat. Und naja, der Reiz ist einfach auch mal die Größe der Fische, die man in Deutschland nicht mehr sieht. Wenn du das Angeln mal vergleichst mit der Zeit vor 20, 30 Jahren und heute, was hat sich verändert? Eindeutig die Fischgier. Also man angelt mehr aus Passion, gibt also mehr Fische dem Meer wieder zurück, nimmt nur das mit, was man mitnehmen möchte. Mittlere Dorsche, die großen Leichtdorsche zurück. Der Angler geht da sehr auf die Natur ein mittlerweile und das ist das Schöne daran. Als Jensi Teamangler bist du ja... Du bist ja auch Mitglied im Jensi-Team. Ja. Was macht für dich die besondere Attraktivität der Mitgliedschaft aus in dem Team? Dass ich das, was ich selber fische und was ich an Erfahrung mitbringe, über die Firma weitergeben kann an die Kunden. Also wirklich, dass viele Artikel auch von mir entwickelt worden sind und als fängige Artikel den Kunden weitergegeben werden. Ja, Jensi wirbt ja auch gleichzeitig damit, dass sie bezahlbares, aber qualitativ gutes Gerät verkaufen an den Kunden. Wie stehst du zu der Aussage? Ja, es gibt immer Artikel und bei jeder Firma, die mal ein bisschen daneben sind, aber man versucht es ja durch die Teamangler immer wieder zu verbessern. Und deshalb ist es wie bei jedem Auto, das erste Auto ist nicht immer gleich das perfekte Auto, aber das zweite Fahrzeug, was gebaut wird, die modifizierte Erfahrung, die wir dann reinbringen, das bringt dann die Erfahrung mit und eben die tollen Produkte, die wir mittlerweile haben. Das heißt, du bist grundsätzlich mit dem DEGA Meeresprogramm von Jensi zufrieden? Ich muss damit zufrieden sein, weil ich es zu 95% entwickelt habe. Ah, okay. Nein, es ist also definitiv so, dass wir Köder mittlerweile haben, die Fangmaschinen sind, wie der Bergmann, wie der Hydra. Hast du die Ködersysteme? Ja, wir haben hier also den Hydra, den Bergmann-Pilger. Das ist eine Fangmaschine, zusätzliche Fangmaschine dann eben mit diesem zusätzlichen Gummimack, der von uns nur in der Entwicklung erhaltene Hydra-Pilger ist für Wassertiefen von 2 bis 300 Meter sehr gut. Und das dritte tolle Produkt hängt hier vorne. Und das ist das Sea Trolling System. Das ist ein Naturködersystem fürs Heilbuttangeln. Wenn der Heilbutt mal nicht auf den Gummifisch geht und der Naturköder besser ist, haben wir dieses System entwickelt. Und so sind wir eigentlich an vorderster Front der Angelei, Norwegen, Island, ja, und auch der Raubfischangelei. Jensi steigt ja mit einigen neuen Rollen in dieser Saison wieder ins Angebot der Stationärrollen auch ein. Hast du die Rollen schon mal gefischt? Kannst du was dazu sagen? Also, gefischt noch nicht. Ich habe sie hier auf der Messe kennengelernt. Wir haben da eine tolle Produktreihe. Wir haben nicht übermäßige, teure Produkte dabei, aber durchaus sehr sensible und gute Produkte, die in der Preiskategorie bis 100 Euro gehen. Da sollte man mit zufrieden sein. Die Rollen werden schon zeigen, dass sie gut genug sind. Thorsten, wir sind jetzt am Ende des Interviews. Beende doch mal die folgenden Aussagen in eigenen Worten. Die meine liebste Angelart ist... Die Raubfischangelei entweder auf dem Bodden, auf Hecht oder die Meeresfischerei in Norwegen. Mein letzter Angeltrip führte mich... ganz dicht bei mir zu Hause, 20 Kilometer mit der Stellfischroute auf tolle Hechte, an einem Tag 4 Hechte gefangen, einen auf Gummifisch und 3 davon auf die Stellfischroute. Und der größte war 93 Zentimeter. Toller Fisch. Der letzte von mir gefangene Fisch war ein... Ja, der letzte war eben dieser 93 cm Hecht, aber eine andere Sorte, der Aal, der in einem großen Gewässer in einem See zu Hause war, 1,5 m und 2,4 Kilo vor 14 Tagen. In meiner Ködertasche zum Spinnfischen findet sich auf jeden Fall... immer der Riverschet. Und zwar nennen wir ihn in Norwegen schon Sonntag oder Klaus Dieter. Das ist entweder dieser oder dieser Köder. Verschiedenen Größen. Als zukünftige Innovation für den Angelsport wünsche ich mir eine tolle Hechtroute von Thorsten Ahrens. Danke, Thorsten.